Heute geht es um die geheimnisvollen Ereignisse am Himmel. Und zwar hat man bestimmte Dinge bei der Sonne beobachtet. Wir werden das genauer anschauen. Wir werden auch die Sonnenkrebs genauer anschauen. Und wir werden Drohnen und Flugzeuge anschauen und das Wetter. Und letztendlich werden wir am Ende des Videos eine tiefgehende Meditation machen, die uns schützt und weiterbringt. Also bleib unbedingt dran, wenn du alles wissen möchtest von heute. Bevor wir jetzt gleich mit diesem äußerst wichtigen Thema beginnen, möchte ich dich in eigener Sache darauf aufmerksam machen, dass ich unter dem Video Links eingefügt habe für kostenlose Angebote von Smarana. Du kannst einen kostenlosen Wesenstest machen, du kannst eine Engelskarte ziehen oder auch ein Webinar, alles kostenlos. Schau das einfach mal an, vielleicht ist ja was für dich dabei. Und jetzt geht es also heute um diese, um die Sonne geht es, um die Drohnen, um Flugzeuge, es geht um die Sonnencodes. Sonnencodes sind ja sehr wichtig für unsere spirituelle Entwicklung. Und besonders an den Tagen, wo wir eine Sonnenfinsternis haben, es war ja jetzt auch erst eine, oder eben Sonneneruptionen, Sonnenwinde. Also wenn die Sonne aktiver ist als sonst, sendet sie uns bestimmte Codes als Energie auf die Erde, um uns zu unterstützen, dass wir schneller ins Erwachen kommen oder dass andere Menschen auch schneller erwachen oder überhaupt erwachen. Also sind diese Sonnencodes sehr wichtig für uns. Und die Gegenseite versucht mit diesen Drohnen oder Flugzeugen am Himmel dies zu schwächen. Die versucht also mit bestimmten Formen, ich erkläre euch gleich, welche Formen das sind, die sie abfliegen, also geometrische Muster, die sie da abfliegen, das zu beeinflussen und die Sonnencodes abzuschwächen. Natürlich geht das jetzt nicht so einfach, wie die sich das vorstellen. Wir werden ja nachher auch in der Botschaft von den Sonnenwesen darüber Auskunft bekommen. Und jetzt zeige ich euch aber erstmal den Videoausschnitt, damit ihr versteht, was ich meine. Ihr seht ja die Linien von den Drohnen oder Flugzeugen. Es war also Anfang dieses Jahres. Five days of a plane flying over Raleigh, North Carolina, in these geometric patterns. What do you think they're flying in these shapes for? Das ist also die Frage, was hältst du davon, von diesen Mustern, die die abfliegen? Und die sehen ja tatsächlich aus wie die Blume des Lebens. Allerdings kann eine Drohne oder ein Flugzeug niemals diese Form, diese wunderschöne geometrische Form niemals exakt abfliegen und deswegen klappt das nicht. Also sie versuchen, diese Sonnencodes zu blockieren und sie versuchen auch mit diesen Flügen den Himmel zu verdunkeln bzw. die Sonne zu verdunkeln, damit wir nicht so viel Sonnenlicht bekommen. Sonnenlicht, wisst ihr selber, ist für uns einfach etwas Wohltuendes, es baut auf, es bringt Lebensfreude und es hält uns auch gesund und bringt uns immer mehr ins Erwachen. Sonnenenergie ist auch sehr heilend und alle, die am Live-Channeling-Abend dabei waren mit der Sonnenenergie, wo wir das Biom bei uns geheilt haben, wissen, was ich meine. Und die Sonnenenergie jetzt also bringt uns ja auch leichter den Zugang in die Lichtsprache der Engel mit den Codes, die also da uns übertragen werden. Und die Sonne ermöglicht uns spirituelles Wachstum auf einer leichteren Ebene zu erlangen. Und viele Menschen kommen dadurch dann in die Beziehung oder das erste Mal in Kontakt mit dieser hochenergetischen Energie. Jetzt ist es so, die Gegenseite versucht ja immer alles Mögliche. Ich habe euch ja auch in einem anderen Video über die Chemtrails erzählt. Das habe ich hier oben nochmal verlinkt, dass ihr das anschauen könnt. Es geht einfach darum, dass wir Bescheid wissen, uns schützen können. Und jetzt zum Beispiel hier
werden wir von den Sonnenwesen Informationen bekommen, was sie tun, damit die Gegenseite jetzt nicht etwas Negatives für uns machen kann. Und wir sollten es aber natürlich wissen, damit wir dann auch zusammen was tun können. Und das Tun, das kommt jetzt heute in dem Video mit der Meditation und Botschaft. Und das Sonnenlicht ist etwas, was uns alle im Erwachensprozess unterstützt. Und ihr wisst selber, es gibt viel unterschiedliche Versuche, dass wir so wenig Sonnenlicht wie möglich bekommen. Allein die Chemtrails, die du am Himmel siehst, ja, das ist etwas, was ist auch diese Giftstoffe, die da gespritzt werden. Und das Regenwetter, was extra erzeugt wird, diese Wolken, all das habe ich euch schon erklärt in einem anderen Video. Und diese Wolken, die künstlich erzeugt werden, bringen uns ja dann so eine Decke zwischen der Sonne und der Erdatmosphäre, und diese Decke, da kommt das Sonnenlicht nicht so gut durch, das ist dann der Himmel ganz grau. Und das ist also etwas, was uns überhaupt nicht gefällt, aber was wir beeinflussen können. Und zwar, ich habe es letztes Mal schon erklärt, ich habe ja da diese Energiestäbe, die negative Energien in meiner Aura, in meinem Zuhause einfach ausgleichen und ich dann so in meiner Mitte bin und dennoch über eine Sonnenmeditation diese wundervolle Energie aufnehmen kann. Also es ist einfach so, die Sonnenstrahlung ist wichtig für uns, weil sie uns in unserem Erwachensprozess unterstützt. Und deswegen passen wir auch genau auf und passt auch die geistige Welt auf, dass das alles im Gleichgewicht bleibt und dass wir trotzdem diese Sonnencodes empfangen, auch wenn Wolken da sind. Das soll ich euch sagen zur Beruhigung, weil einfach nicht, dass ihr verzweifelt. Ne? Also es ist ja auch so, wenn die Sonne scheint und es sind Wolken am Himmel, kann man ja trotzdem im Schatten auch braun werden. Und das heißt also, dass das Licht dennoch zu uns kommt. Man sieht es nur nicht so hell leuchten, wie wenn keine Wolken da sind. Aber die Energien, die werden auf jeden Fall übertragen und da lässt sich jetzt nichts dran machen. Das solltet ihr unbedingt wissen. Und jetzt lade ich euch auch gleich ein zu unserer Meditation. Es kommt erst eine kleine Meditation und dann kommt die Botschaft von den Sonnenwesen. Und da freue ich mich sehr drauf. Gut, dass du hier bist. Ich habe auch, was ich noch sagen wollte, auf Telegram darüber gesprochen. Wir behandeln dort öfters Themen, die wichtig für uns sind, und da kann auch jeder was dazu sagen. Und von daher könntest du auch gerne mal auf Telegram schauen, um dich zu informieren. Mein Kanal heißt Smarana, ganz klar, wie auch sonst. Und ansonsten machen wir jetzt diese schöne Meditation. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Geliebte Herzensmenschen, geliebte Menschen der Erde, liebe Menschenfamilie, ich darf euch begrüßen mit der tiefsten Liebe aus meinem Herzen zu dieser Meditation, welche uns dann zu der Botschaft der Sonnenwesen führt. Und so beginnen wir wieder, das Licht der Liebe einzuatmen und uns mit diesem Licht auszudehnen, um in unsere Mitte zu kommen. Denn je mehr du dich in deiner Mitte befindest, umso tiefer wirst du die Energien der Botschaft aufnehmen. Und so lass einfach das Licht jetzt durch dich hindurchfließen und entspanne dich. Entspanne deinen Körper und fühle, wie du immer ruhiger wirst, wie sich dein Herz ausdehnt und wie du jetzt bereit bist, die Botschaft zu hören. Wir, die Wesen der Sonne, richten den Lichtgruß an jeden Einzelnen von euch. Und wir möchten berichten,
dass unser Tun darauf ausgerichtet ist, euch zu unterstützen. Wir möchten euch unterrichten, dass wir unsere Sonnencodes, die wir euch senden, mit einer speziellen Schutzschicht umgeben haben, welche nicht zerstört werden kann. Und wir möchten euch unterrichten, dass die Sonnencodes ihre Wirkung verstärkt haben. Gerade deswegen, weil es auf der Erde bei euch Energien gibt, die dies verhindern möchten, die die Wirkung unserer Codes einschränken möchten. Doch dies wird nicht gelingen, denn wir sind hier. Und wir sind bemüht, die Erwachensenergien zu jedem Menschen zu senden. Und so fließen Erwachensenergien direkt in deine DNA, währenddessen du heute diese Botschaft von uns hörst. Und wir übertragen auch jetzt in diesem Moment bestimmte Sonnencodes, die dich schützen werden vor negativer Energie und die deine DNA reparieren. Deine DNA ist so wichtig in deinem Aufstiegs- oder Erwachensprozess, denn die DNA trägt das Erbgut deines Wesens, deiner Seele in sich. Und je mehr dieses Erbgut geschützt ist, umso weiter kannst du wachsen. Und aus diesem Grunde haben wir heute speziell für dich eine Energie kreiert, die dich dabei unterstützen wird, deine DNA zu reparieren. Und wenn du bereit bist, dies jetzt von uns zu bekommen, diese große Unterstützung, dann gib uns ein inneres Ja. Und mit diesem inneren Ja, was wir hören, werden wir jetzt beginnen, die Energien zu dir zu senden, welche dich unterstützen werden. Und so nimm dir jetzt ein wenig Zeit und genieße diese Energieübertragung, die wir dir jetzt schenken. Es werden spezielle Sonnencodes dir übergeben, welche deine DNA reinigen, ausdehnen, heilen und regenerieren. Und dies geschieht jetzt ohne Worte und es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohl. Und so sind wir sehr glücklich,
dass wir dies heute für dich tun durften. Und so werden wir, wenn du es erlaubst, die Energien in deinem Energiefeld verankern, sodass sie dich ab jetzt unterstützen. Und jedes Mal, wenn du bewusst in der Sonne bist, wenn du dich in der Sonne aufhältst, werden sie aktiv und die Energie beginnt in dir zu fließen. Und so genieße unser Geschenk, denn es kommt aus dem Zentrum der Liebe und es wirkt für dein allerhöchstes Wohl. Und so sei dir gewiss, dass nur Gutes für dich geschieht, dass dein Körper unterstützt wird von unseren Energien. Und so danken wir dir aus vollem Herzen, dass du heute hier warst und wir für dich wirken durften. Und dann komme du in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße, öffne die Augen und sei wieder ganz hier. Und ich danke euch allen, dass ihr heute hier wart, dass die Sonnenwesen so viel für euch tun konnten. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne diese Meditation und die Botschaft immer wieder anhören. Ich soll euch noch sagen, dass die Sonnenwesen diese negativen Energien nicht zulassen, dass sie alles tun, dass hier kein Schaden für uns entsteht. Wenn dir mein Video gefallen hat und du gerne weitere solche Botschaften erhalten möchtest, darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, falls du es noch nicht getan hast. Du darfst auch die Glocke aktivieren und mein Video weiterempfehlen. Schreib einfach auch unter das Video, wie es dir gegangen ist oder was deine Meinung überhaupt zu diesem Thema ist. Alles, alles Liebe, deine Nirjana.